Es motiviert mich unglaublich, so einen großen Namen im eigenen Heimstadion zu haben. Inter Mailand ist einfach ein großes Brett, ein ganz großer Club, und ich freue mich einfach wahnsinnig, weil es eine Top-Mannschaft ist, und sich mit einer Top-Mannschaft zu messen, ist einfach eine tolle Sache. Das heißt, da ist einfach die Vorfreude groß. Che il piacere di giocare domani con una grandissima squadra che è l'Inter, naturalmente ti dà una sensazione molto molto buona di giocare con un grosso club, una squadra veramente forte. Es kommt immer drauf an, ja. Jetzt ihre letzte Niederlage liegt eine Woche zurück, also kommen sie jetzt zu uns und wollen Wiedergutmachung und rufen alles ab. Dice il mister che dipende, perché l'Inter adesso ha perso l'ultima partita di campionato, e dunque dipende, adesso vengono qui e sicuramente non sarà facile, perché loro sono sicuramente vogliono vincere assolutamente la partita, e questo non è sicuramente un vantaggio per tutte le squadre quando una squadra ha quella situazione lì. Aber in dem Moment ist es schon klar, dass sie uns mehr Möglichkeiten wahrscheinlich geben, mehr Ballbesitz haben. Und in dem Moment müssen wir einfach sehr, sehr giftig sein, sehr, sehr giftig, und ihnen mehr oder weniger auch die Lust an diesem Spiel zu nehmen. Das ist sehr, sehr schwierig, weil sie einfach unglaubliche Qualität, individuelle Qualität haben. Und von daher wird es natürlich auch mit ihrer Kompaktheit da schwierig, dann auch Lösungen zu finden. Aber es geht mehr oder weniger auch darum, sehr, sehr einfach in jedem Moment des Spiels zu stressen, und das liegt dann an uns, das dementsprechend auf den Platz zu bringen. È chiaro che l'Inter avrà maggior possesso di palla, hanno grandissime qualità individuali, e dunque per noi sarà molto importante non permettergli di giocare facilmente, essere aggressivi e cercare di metterli in difficoltà. E loro una squadra con molta qualità individuale anche, naturalmente sarà per noi molto difficile, una partita difficile, sì. Und wenn wir jetzt einfach auf die Statistik gucken und auf die Art und Weise, wie Inter spielt, e adesso se vediamo la statistica e il modo di giocare dell'Inter, ist natürlich das Team, das am höchsten verteidigt und den Gegner möglichst weit weg auch vom Tor halten will. E sicuramente la squadra che difende altissima, cioè ci mette in difficoltà subito, praticamente un pressing estremamente alto, e la squadra che lo fa nella Serie A nel miglior modo possibile. Ja, also wir können in dem Moment auch nur dagegen vorgehen, wenn wir als Team zusammen auftreten und das halt in jedem einzelnen Detail. Ja, da müssen wir gucken, dass wir da einfach, das was ich vorhin schon gesagt habe, giftig sind, zusammen sind, Räume verengen, sie zu Fehlern zwingen und ihnen möglichst diese Zeit und diesen Raum nicht zu gewährleisten, dass wir da immer sehr in diesen Situationen dann auch stressen. Il mister dice che contro squadre così naturalmente bisogna usare gli spazi che ci permettono dove ci permetteranno forse di giocare, lavorare bene nei dettagli, di essere uniti, compatti come squadra, si ripete di quello che ha detto prima, di cercare di in tutte le cose che facciamo nel campo di essere aggressivi e con l'aggressività giusta. Was ich halt auch will von meinen Jungs, dass sie auch da wieder einfach mutig sind und keine Angst haben, Fehler zu machen. E quello che vuole anche dai ragazzi, dice, di essere coraggiosi e di non aver paura di fare sbagli, quello è molto importante.